Brandt, Sie haben sich in letzter Zeit intensiv um eine Arbeitsgemeinschaft der Unternehmer hier in Rudow, im Kiez, in Alt-Rudow bemüht. Ja, also das heißt, ich selber natürlich als Vorsitzender, der ich seit einiger Zeit bin, auch, aber ohne den gesamten Vorstand und ohne die große Zahl von aktiven Mitgliedern wäre die Fortschritte dieser Arbeitsgemeinschaft, die wir ja hier in Rudow alle miterleben können, so nicht zu bewerkstelligen. Denn die Gründung der Arbeitsgemeinschaft vor 4 Jahren war eigentlich nur noch eine formelle, nachvollzogene Möglichkeit einer schon sehr lange vorhandenen Gemeinschaft, die sich also schon Ende der 18er Jahre, also zur Grenzöffnung durch die damals stattfindenden Weihnachtsmärkte herausgebildet hatte, die aber, ich sag mal, in der Nachwendezeit etwas durch die für Rudow ja sehr tiefgreifenden Veränderungen eingeschlafen war. Als dann der große Boom der Nachfrage aus den umliegenden Regionen nachgelassen hat, als sich die wirtschaftliche Lage normalisiert hat, auch in den neuen Bundesländern, erwies sich es als notwendig, hier unter den in Rudow ansässigen Geschäftsleuten einen größeren Zusammenhalt wieder herzustellen und die Möglichkeiten auszunutzen, die eine Gemeinschaft zur Unterstützung und Förderung des kleinteiligen Handels eben immer bietet, die vorher nicht ganz so notwendig war, die aber heute bei der stärkeren Konkurrenz zu den Großanbieterformen und der immer mächtiger werdenden Konkurrenz der Großanbieterformen für den kleinteiligen Handel von entscheidender Bedeutung ist. Sie erwähnten mit einem Wort noch. Das heißt, noch hatten Sie bezogen auf die noch hier in Rudow ansässigen Unternehmen. Gab es eine Fluktuation oder gab es eine Form der Rückentwicklung? Nein, also wir sind ja in Rudow in der glücklichen Lage, noch in einem Wohnbereich tätig zu sein, der sich seine Strukturen noch so in etwa erhalten kann. Auch eben die Strukturen des kleinen Teiligen Gewerbes, der Einzelanbieterformen, die durch einen verstärkten Servicegedanken, durch eine individuellere Produktgestaltung und durch einen individuelleren Service immer noch in der Lage sind, die massiven Preiskämpfe der Großanbieter eben aufzufangen. Und wir haben eben in Rudow immer noch den Vorteil, dass Rudow war doch sehr viel kiezbezogener, sehr viel ortsbezogener und auch sehr viel fachhandelstreuer sind, als das in den Innenstadtbereichen der Fall ist. Dem Umstand kommt natürlich entgegen, dass Rudow von seiner Sozialstruktur und von seiner Einkommensstruktur eben auch die Möglichkeit bietet, solchen Service dann anzubieten und von Käuferseite her auch zu akzeptieren, was ja im Innenstadtbereich von Neukölln speziell, also wenn wir mal Nordneukölln nur nehmen, durch die Einkommenssituation und die hohen Arbeitslosigkeiten, die in den Regionen zu verzeichnen sind, einfach gar nicht mehr möglich ist. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Straßenarbeitsgemeinschaften in Nordneukölln unter solcher großen Fluktuation und vor allen Dingen auch unter einem gewissen Mitgliederschwund zu leiden haben. Wobei man bei uns als AG Rudow dazu sagen kann, dass wir kontinuierlich wachsen, dass also immer mehr Mitgliedsbetriebe auch andere hier in Rudow ansässige Firmen da überzeugen können, mitzumachen, weil der individuelle Vorteil und Nutzen und eben natürlich auch die Möglichkeiten der Selbstdarstellung einer Gemeinschaft eine überzeugende Leistung darstellen, die in Relation zu dem verhältnismäßig günstigen Mitgliedsbeitrag dann auch in der Kosten-Nutzen-Analyse für die Betriebe eine sehr gute Form darstellen, was wir gerade jetzt mit der Erstellung des Scheckheftes insbesondere unterstrichen haben. Auf das Scheckheft wollte ich kommen. Die Idee, das Scheckheft zu aktualisieren, kam aus Ihrem Kreis. Sie hatten die vermutlicherweise den, dieses
Scheckheft der offenen Tür als Modell genommen und haben festgestellt, dass dies eine Möglichkeit wäre, den Kunden noch stärker zu binden. Ja und nein. Die Idee des Scheckheftes ist wie immer hier in der AG aus einem Diskussionsprozess aus der breiten Mitgliedschaft entstanden. Wir hatten auf einer Versammlung festgestellt, dass die eigentlich ursprünglich vom Vorstand der AG favorisierte Lösung einer Kundenkarte nur die Wiederholung eines schon vielfach und meistens als nicht so besonders effektiv sich hat abzeichnenden Kundenbindungssystems zur Folge und zur Entwicklung gehabt. Deswegen haben wir diesen Gedanken relativ schnell wieder verworfen und aus einer sehr kontroversen, aber auch konstruktiven Diskussion und vor allen Dingen durch die Unterstützung von Seiten des Bezirksamtes in Person von Herrn Wulff, der hier sein Berufsfortbildungspraktikum für die AG Rudow und für die Gartenstadt, also für das Frauenviertel, absolviert hat, war es uns möglich, innerhalb kurzer Zeit diese Idee dann auch zu realisieren. Wir wollten nicht in diese anonyme Rabattdiskussion verfallen, sodass die Kunden irgendwann zum Ende des Jahres einen fiktiven Betrag irgendwo einlösen können, wo keiner was nachvollziehen konnte. Wir wollten dem Kunden den preiswerten Vorteil, den die AG-Mitglieder bieten, in direkter Form, nämlich in Form eines Coupons, anbieten und haben da natürlich nach dem bewährten Motto, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, auf vorhandene Ideen zurückgegriffen, haben sie verfeinert, haben sie auf den Rudower Bedarf zugeschnitten und haben sie dann in einer Form präsentiert, auf der wie wir als Vorstand, aber auch als gesamte AG, glaube ich, zu Recht stolz sein können. Dieses Scheckheft sieht so aus wie das, was hier berlinweit jedes Jahr immer wieder dargestellt wird, seit vielen, vielen Jahren. Es ist ja, wie Sie sagten, aus dieser Idee auch herausgeboren worden. Sie haben, wenn ich das mal ganz kurz mal so sagen darf, die Gelegenheit genutzt, zum einen die Firmennamen zu machen, zum anderen auch den Firmen die Möglichkeit zu geben, sich in einer Form der Werbung, der Präsentation darzustellen. Ja, nochmal unterstrichen, es ist sicherlich keine neue Idee, es ist eben nur eine Umsetzung einer ganz bewährten Werbemethode, die aber in dem Falle vom Scheckheft der Tag der offenen Tür eine ganz andere Zielrichtung hat. Wir wollen hier in Rudow sicherlich in erster Linie unsere Geschäfte bekannt machen, wir wollen unseren Service bekannt machen und wir wollen natürlich in Rudow die ortsansässigen Kunden an uns binden und an etwas stärker binden. Deshalb sind wir auf die Idee verfallen. Und ich sag mal, wenn man hier mal so durchblättert, erkennt man, dass man also sich in Rudow hier doch in jeder Form wiederfinden kann. Angefangen von diesem herrlichen Titelbild über die einzelnen einlösbaren Coupons bis hin zum Preisrätsel. Und zu den zusätzlichen Informationen, dementsprechend kann man, wenn man also hier dieses Scheckheft für 5 Euro erwirbt, nicht nur die in der Werbung angekündigten 500 Mark Einkaufsvorteile für sich verbuchen, sondern man kriegt viel mehr und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, werden für die AG, aber auch für die Kunden noch viel weiterreichend sein, wenn wir mit diesem Scheckheft Erfolg haben und wenn es uns möglich ist, aus diesen ersten Gehversuchen in diese Richtung das schon im Konzept vorliegende weitere dann an die Rudower Kunden herantragen zu können. Wird Herr Wulff Sie weiter begleiten, in Form, einer Beratung? Herr Wulffs Praktikum ist abgeschlossen. Alles Weitere ist sicherlich eine Sache, die man noch besprechen muss. Es wird hier durch seine dann wohl sich anschließende freischaffende Tätigkeit und durch sein
wohnortbedingte Orientierung zum Frauenviertel sicherlich immer wieder Berührungspunkte, wie es in Rudow so üblich ist, geben. Konkreteres ist aber in dem Falle noch nicht besprochen. Und ich sag mal, die Kernerarbeit, also die Initiierung, was hier also in erster Linie notwendig war, ist ja abgeschlossen. Wenn der Erfolg in der Form, wie wir ihn uns erhoffen, sich einstellt, werden ganz andere Prioritäten bei der Weiterverfolgung sein. Und ob sich da das Berufsbild von Herrn Wolf und die Notwendigkeiten, die sich aus der Pflege des Scheckheftes ergeben, dann in Einklang bringen lassen, werden wir sehen. Aber wir haben Herrn Wolf sicher als wichtige und aktive Kraft kennengelernt. Und es ist nur jedem zu empfehlen, der seine Dienste in Anspruch nehmen will. Ich bezeichne den Bezirksteil Rudow gern als unser Dorf Rudow hier. Und wenn ich aus Ihren Gesprächen, wenn ich Ihre Gespräche analysiere, sind Sie vermutlicherweise ähnlicher Meinung. Es ist der Kiez, das ist das Dorf, wo sich jeder kennt, wo sich an sich auch jeder kennen sollte und wo man auch einen gewissen Zusammenhalt haben sollte. Das ist völlig richtig und nur zu unterstreichen. Ich habe ja schon des Öfteren von Rudow als dem kleinen Dorf bei Berlin gesprochen. Asterix-Fans werden wissen, worum es geht. Und auch in den vielen Selbstdarstellungen, die die AG in Publikationen veröffentlicht hat, wird ja dieser Gedanke immer wieder aufgegriffen. Es ist eben in Rudow immer noch so, dass man sich in den Geschäften trifft und Freunde und Bekannte trifft, dass man vertraute Gesichter trifft. Und ich sag mal, dieses Einkaufserlebnis kann kein noch so großes Super-Einkaufszentrum bieten. Die Anonymität ist dort viel größer. Und ich glaube, das macht eben auch den Charme von Rudow aus. Dabei darf man aber dann nicht vergessen, dass eben dieses besondere Einkaufserlebnis sicherlich in erster Linie auf Leute zugeschnitten ist, die also nicht in der Form beim Einkaufen den jetzt ja im neuen Jahr Cent zweimal umdrehen müssen. Es ist nicht die Frage der Preiswürdigkeit der Mitgliedsbetriebe, sondern es ist einfach die Orientierung beim Einkaufen, die also hier für uns wichtig ist. Aber nun kann man ja als Rudower und als langjähriger Rudower wirklich sagen, dieses Gefühl, diese Qualität dann für sich in Anspruch zu nehmen, können sich zum Glück der überwiegende Teil der Rudower ja noch leisten. Und deswegen haben wir auch so große Erfolge mit diesen Maßnahmen, die wir hier bisher initiiert haben. Oftmals ist es ja bei den Vereinigungen, bei den Gemeinschaften der Unternehmen, bei den Arbeitsgemeinschaften, doch, wenn ich mal hier Hammerstraße, Sonnenallee nehme, 5 Minuten vor 12 gewesen. Also bei uns war es nicht 5 Minuten vor 12. Wir haben uns zu einer Zeit gegründet, als es zwar die wirtschaftlichen Entwicklungen rückläufig waren, aber sie waren rückläufig von einem sehr hohen Niveau, weil ja Rudow lange Zeit von der noch nicht vorhandenen Einkaufsstruktur des Umlandes profitiert hat. Hier muss man fairerweise dazu sagen, haben die Rudower aber nie das Augenmaß verloren, sondern wussten, dass es nur eine Momentaufnahme ist, haben auch nicht übers Ziel hinausgeschossen und waren sich immer bewusst, dass sich diese Entwicklung wieder normalisieren wird. Wir sind andererseits natürlich hier in dem Falle besonders betroffen von der engmaschigen Konkurrenz, die nicht nur schon existiert in Form der Gropiuspassagen, sondern die jetzt noch entsteht. In Köpenick werden zwei neue Einkaufszentren gebaut, was da auf dem Flughafen Schönefeld-Gelände dann später mal entstehen wird, ist auch noch die Frage. Aber hier sind wir an einem Punkt, der die Politik insgesamt betrifft. Will man also den kleinen Teil in Einzelhandel weiterhin haben, dann muss man eben auch die Rahmenbedingungen schaffen von der Seite der Politik, die diesen Unternehmensformen Möglichkeiten zu lassen, ihre Existenz aufrechtzuerhalten, um die Nahversorgung, um eben aber auch den individuellen Service weiterhin aufrechtzuerhalten. Der Prozess ging ja seit der Nachkriegszeit.
Der sich ständig verändernde Prozess im Handel, speziell im Einzelhandel. Erst starben die Milchgeschäfte, dann veränderten sich die Lebensmittelgeschäfte in einer Form. Man findet heute kaum noch Einzelhändler im Lebensmittelbereich, die nur auf eigene Rechnung und auf eigene Finanzen eben kaufen und verkaufen. Also, man möge mir nachsehen, dass ich jetzt hier keinen Diskurs über die wirtschaftspolitische Entwicklung der letzten 50 Jahre versuche abzuhalten, weil die Problematik, die sich dahinter verbirgt und die Sie angesprochen haben, ist die, dass die Mobilität und die Preisvergleichbarkeit auf einem größeren Raum der überwiegende Anstoß für diese Entwicklung, die Sie eben ganz richtig aufgezeigt haben, bedeutet. Es ist eben eine Entwicklung, die sich einfach daraus ergibt, dass der Mensch heute durch das Auto, durch die Massenverkehrsmittel, durch Fernsehen, durch Printmedien, aber auch durchs Internet heute Preise viel leichter vergleichen kann, über einen viel größeren Raum Preisvergleiche anstellen kann und dass das Einkaufsverhalten sich parallel zu der Einkommensentwicklung ganz anders entwickelt hat. Es ist zurückzuverfolgen zu dem Aufstand der Weber und zu den Problematiken der Dampfmaschine. Solche Entwicklungen sind nie zu steuern und es zeigt sich aber auch immer wieder, je größer eine Anbieterform ist, je mehr sie sich einer Monopolstellung nähert, desto eher wachsen wieder Gegenbewegungen nach und desto größer ist die Chance für individuelle Anbieter, dann wieder eine Nische zu finden, um ihre Angebote zu präsentieren. Und wir als AG wollen versuchen, die Mitgliedsbetriebe so lange fit zu halten, bis sich also der Konzentrationsprozess wieder in die umgekehrte Richtung entwickelt und die individuelle Nachfrage wieder entscheidender und wichtiger wird. Wir hoffen, dass wir die Möglichkeiten mit der Tätigkeit der AG hierzu schaffen. Und wir hoffen, dass wir nach wie vor das richtige Näschen haben, in welcher Form wir das machen. Und bisher haben wir es eigentlich immer geschafft, den Geschmack der Ruderer annähernd zu treffen. Und wenn es uns weiterhin gelingt, werden wir vielleicht zu den ganz wenigen zählen, die noch einigermaßen vernünftig über die nächsten 10 Jahre überleben können. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich darf mich bei Ihnen recht, recht herzlich bedanken. Danke auch und ich wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Tätigkeit alles Gute und berichten Sie weiter aus Rudow. Das Gleiche wünsche ich Ihnen auch. Danke.